Sie ist erst 19 Jahre alt und schon dreimal in ihrem jungen Leben an Leukämie erkrankt. Nun hat Monique Rockel den Krebs besiegt. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach und vor allem nicht zu beschreiben. Erstmal kann man nicht beschreiben, wie man sich in dieser Krankheit gefühlt hat. Das finde ich, das kann immer nur jemand fühlen, der das auch durchgemacht hat. Und da kann ich auch nur sagen, dass dieser Patient einfach durch die Hölle geht. Und man kann nicht beschreiben, das ist einfach eine Scheißzeit, ist einfach so. Du bist einfach nur im Krankenhaus und deine Freunde ist ja auch so, dass die nicht jeden Tag kommen. Die denken ja auch nicht jeden Tag, ja, ich muss jetzt zu Monique, aber du bist den ganzen Tag zu Hause oder im Krankenhaus und am Wochenende und so. Nach der Leukämie-Diagnose 2007, 2011 und schließlich auch 2013 brach mit Hilfe ihres Onkels Michael Rockel eine Welle der Hilfsbereitschaft los. Über 2000 Menschen ließen sich in Brake typisieren und über 40.000 Euro an Spendengeldern kamen zusammen. Es war ja immer nur die Chance, leben oder nicht leben. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden zu kämpfen, um zu leben und auch diese Hilfsbereitschaft und alles, was in der Zeit passiert ist, das hat halt noch mehr Kraft gebracht. Die ganzen Leute, die mir geschrieben haben, du schaffst das und ach, das war einfach überwältigend, wie viele Leute mir einfach geschrieben haben und wie viele gesagt haben, du schaffst das und du sollst nicht aufgeben und ja, auch meine Eltern, die haben ja immer, also die wollten das ja auch gar nicht hören, gib auf oder, also wenn ich gesagt hätte, ja, ich habe keine Lust mehr oder so, dann hat meine Mama schon gesagt, ich will sowas nicht hören und ja, da blieb mir einfach nichts anderes übrig und ich finde auch immer, der Lichtblick war ja für mich auch, dass ich meinen Führerschein machen will und auch meine Ausbildung. Nach langer Zeit des Wartens wurde schließlich der passende Spender für die damals 17-Jährige gefunden. Der Kampf für Monique war damit aber noch lange nicht vorbei. Ja, dann hat meine Mama mir das gesagt und dann haben wir auch geweint und hatte sie mich in den Arm genommen. Und klar, da kam ja erst die schwierige Zeit auf ein, weil so haben die dich ja immer nur ein bisschen Chemo gegeben, bis du einen Spender hast und dann geht das ja erst alles los. Dann kriegst du diese hochdosierte Chemo, dass da dein Knochen mal ganz platt gelegt wird. Dann habe ich ja noch die Woche Ganzkörperbestrahlung bekommen. Und als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin und als meine Leukos wieder hochgegangen sind, da hat man gesagt, dass dieser Tag wird mein zweiter Geburtstag. Und das war ja auch so. Ich habe ja nach einem Jahr hier groß in der Rosenburg gefeiert. Und da habe ich auch meinen 18. nachgefeiert. Und das war auch total schön. Und da habe ich auch so ein Gästebuch gemacht. Und ja, und da habe ich mich auch nochmal bei allen bedankt, die geholfen haben, auch bei der Typisierungsaktion. Und die geholfen haben, das alles auf die Beine zu stellen. Und es ist ja auch einfach so, dass diese Typisierungsaktion war ja nicht nur für mich, sondern es hat ja heute schon ein neues Leben gerettet. Da Spender und Empfänger für eine gewisse Zeit anonym bleiben müssen, wusste Monique noch nicht, wer ihr Lebensretter war. Im Krankenhaus bekam sie allerdings einen ersten Hinweis. Als ich am 11. März diese Stammzellen bekommen habe, da ist die Ärztin ja in mein Zimmer gekommen. Und ja, und dann lief auch das Lied Come On von Rihanna. Und dann kamen ja meine Stammzellen und dann hat sie mir so einen Briefumschlag gegeben. Und da war ein Buch drin, das ist so ein Sprüchebuch. Und dann steht da drauf, ein Engel ist an deiner Seite. Und eine Karte mit so zwei Mäusen, die halten sich so fest und da steht dann drauf, wir schaffen das zusammen. Und da hat sie reingeschrieben, PS, du kannst mich gerne mal anrufen, ich würde mich freuen. Und da war was weggemacht von dieser Zentrale, weil die lesen sich die Sachen ja immer durch, weil das ja echt wirklich passieren kann, dass man nach diesen zwei Jahren noch auf das Knochenmarkt reagiert. Und deswegen halten die immer auf jeden Fall diese zwei Jahre durch und deswegen darf man nichts Persönliches sagen. Auf jeden Fall haben die was weggemacht und das habe ich mit dem Fingernagel weggekratzt. Und da stand Nadja und Daniel. Das habe ich schon ein bisschen so gelesen. Als es Monique dann besser ging, nahmen sie Briefkontakt über die DKMS zu ihrer Spenderin Nadja auf. Sie durften ihre Identitäten zwar nicht preisgeben, doch der Kontakt war schon jetzt sehr herzlich. Im März dieses Jahres war es dann soweit. Monique und ihre Lebensretterin Nadja durften sich das erste Mal persönlich treffen. Oh, das war einfach der emotionalste Tag in meinem Leben, weil ich war auch so total aufgeregt. Ich habe gleich gedacht, ich kriege gleich einen Herzkalabaster so. Und dann hieß es halt so um 11, dass sie jetzt da ist. Und wir waren in so einer Bibliothek, war das glaube ich, da saßen meine Eltern ja noch neben mir. Und dann hieß es, dass sie da ist und dann bin ich aufgestanden. Und dann standen da ja noch mehrere Leute und
Ja, und dann ist sie reingekommen mit so einem Teddybär. Und hat sich da festgekrallt und hat geguckt, wo ist sie denn? Und dann bin ich einfach auf sie zu und habe sie in den Arm genommen. Und ja, und dann hat sie mir ganz viele Küsschen gegeben und hat gesagt, wir haben das jetzt geschafft. Und ich war überall voller Lippenstift. Und dann habe ich ihr gesagt, da ist meine Familie. Und Papa hat auch direkt gesagt, willkommen in der Familie. Und ja, sie ist einfach ein Familienmitglied von uns. Sie gehört einfach dazu, weil meine Eltern sagen ja auch, sie ist die Person, die mir das Leben gerettet hat. Während die meisten Menschen nach einer so schweren Zeit möglichst nie wieder einen Fuß in ein Krankenhaus setzen wollen, hatte Monique andere Pläne. Ja, ich mache ja meine Ausbildung im Krankenhaus. Ich bin ja in dem gleichen Krankenhaus, wo ich auch lag. Aber das ist ja was ganz anderes. Du bist ja, wenn du krank bist, gehst du da hin und dir geht's schlecht. Und du kriegst eine Therapie oder du gehst da ja hin, weil du irgendwie stationär aufgenommen bist, ambulante Chemo bekommst und da liegst. Und ich gehe ja mit einem guten Gefühl zur Arbeit. Ich fühle mich einfach gut und ich helfe ja anderen Menschen. Und das ist ja, das ist was ganz anderes. Du gehst, und ich gehe da ja gerne hin, weil du mit diesen Kollegen einfach besser klarkommst und auch mit den Patienten, du kannst mit denen quatschen und einfach dieses Klima in diesem Krankenhaus, das mag ich einfach gerne. Und dass ich einfach, ja, fertig gemacht und mit guter Laune zur Arbeit gehen kann. Ich hätte jetzt keine Lust, irgendwie im Büro zu sitzen und vielleicht sagen, kann man auch sagen, vielleicht nicht immer im medizinischen Bereich, so, ne, dieses ganze Elend sehen und so, aber momentan macht es mir einfach viel Spaß und einfach diesen Kontakt mit den Patienten und ist klar, es ist viel Stress und so, ne, aber ich mache das gerne. Lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Dies ist zu Moniques Motto geworden und sie genießt jede Kleinigkeit, die das Leben mit sich bringt. Möglich wurde dies nur, weil jemand Fremdes vor einigen Jahren für einen kurzen Moment einen kleinen Pieks mit einer Nadel ertragen hat.